Also gut, Freunde, wir haben die offiziellen Infos und Details für LR, EZA, Khalifla und Kale, welche morgen erscheinen für Dokkan Battle JP ab 10 Uhr morgens. Unsere Zeit sollte das sein. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Bevor wir uns die Infos und Details angucken zu dem Charakter, Leute, auf dem Let's Play Kanal Osiru Nachts, links in der Beschreibung, läuft gerade ein Let's Play zu The Legend of Zelda Ocarina of Time, der N64 Version. Wenn ihr Interesse dran habt, schaut auf jeden Fall gerne rein. Täglich 18 Uhr wird es ein Part geben. Ich habe schon ein bisschen vorproduziert, das heißt, für die Tage ist gesorgt. Heute kommt auch noch ein weiterer Part um 18 Uhr. Und zwei sind bereits erschienen in Vorbereitung auf The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin sehr drauf gespannt, Freunde. Ich will auf jeden Fall Ocarina of Time beenden. Dann noch die DLCs in Breath of the Wild machen, definitiv, bevor es dann mit Tears of the Kingdom losgeht. Deswegen, Freunde, genau, wenn ich hier Nintendo-Fanboys und Zelda-Fans ebenso noch habe am Start, dann schaut gerne vorbei auf dem Let's Play-Kanal. Ja, wir gehen mal rüber. An der Stelle dann zu den Infos und Details zu Ella, Khalifla und Kale. Ein sehr, sehr wichtiger Charakter zu ihrem Release war ja bahnbrechend. Die hat das komplette Game auseinandergenommen, Khalifla und Kale, tatsächlich, weil sie so gut waren. Man muss eigentlich nicht so viel machen bei dem Charakter, man muss eigentlich nur die Stats erhöhen, sodass sie modern werden, also das heißt, dass sie quasi direkt mit richtig gut Defense starten, so 300.000 etc., weil sie können ja Defense decken mit ihren Super Attack, sehr oft Super Attacken, sie können eine Dodge-Chance bis zu 66% aufbauen und, also ich bin mal drauf gespannt, was bei der Dame geändert wurde. Also gut, das ist vor dem EZA, wir gucken uns mal nach dem EZA ein. Joint Force gibt es ja an der Stelle Key plus 4. Und auf alles 150%, Agel, Super Agel gibt es die Key plus 4, auf alles 100%. Okay, ja, 150% fähig. Ja, kann man bei ein paar Events auf jeden Fall noch spielen, so ein John Forstil. Oder ich sag mal so ein 150% Leader. Bei ein paar Events geht das schon noch. So, das ist jetzt die Sache. Mit der 12 Key tut sie ihre Defense stacken. Mit jeder 12 Key erhöht sie die Verteidigung. Erhöht einen Angriff für eine Runde nach dem EZA, das ist neu. Und macht Colossal Damage. Mit der 18 Key tut sie auch ihre Defense erhöhen, also stacken. Macht Mega Colossal Damage und tut Angriff des Gegners senken. Also dieser Debuff ist neu und dass das für eine Runde ihren eigenen Angriff erhöht, ist neu an der Stelle. Okay. Die 6 sind geblieben, ja, war ja abzusehen. Sie startet nun mit Key plus 3 Attack in der 130% sofort. Davor waren es Attack und 66% nur und sie macht garantiert einen Additional Attack. Wow, okay. Das ist ein guter Boost, Mann. Von 66 auf 130, vor allem noch Key plus 3. Dieser Charakter hat so oder so unendlich Key gefühlt gehabt, also während mir Linkskills und so. Dadurch, dass sie ein LREZA ist, sind ihre Stats nicht hochgegangen. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, ihre Stats auf 100% sind immer noch so, wie sie sind. Aber, oh, sie hat gut Defense, by the way. Aber ihre SA-Level sind von 20 auf 25 hoch. Sie startet sofort mit Key 3 und Attack auf 130%. Das gefällt mir. Das gefällt mir definitiv. Gut. Da macht sie eine Additional Attack, welches eine High Chance hat, eine Super Attack zu sein. Krank. Davor hat sie nur garantiert eine Additional Attack gemacht. Also eine normale Additional Attack. Diese konnte keine Super Attack sein. Aber jetzt nach dem EZA macht sie eine Additional Attack, welches eine 50%ige Chance hat, eine Super Attack zu sein. Das ist wichtig bei ihr, weil sie ja durch ihre Super Attacks die Defense deckt. Sie bekommt zusätzlich Attacken-Def 66% und macht eine Additional Attack, welches eine 70%ige Chance hat, eine Super Attack zu sein, wenn die HP 66% und drunter sind. Uff, das ist nicht geil eigentlich. Also, der Buff ist geil. Nochmal zusätzlich Attack und vor allem Defense 66%. Dann macht sie eine Additional Attack, welches jetzt eine 70%ige Chance hat, eine Super Attack zu sein, aber nur, wenn die HP unter 66% sind. Die Sache ist die, 66 ist so eine Schmerzgrenze, denke ich. Also, 66 geht eigentlich noch fit. Vor allem in den neueren Events halt, in den schwierigen Events, da droppt man relativ schnell unter so und so viel Prozent, unter so und so viel HP. Ist auf jeden Fall besser als 50%, so ist nicht. Aber ja, wir müssen halt beobachten, wie oft das eintrifft. Wenn das eintrifft, wird ihre Defense aber brachial. Oder, ich sag mal, sehr gut. Zu dem Zeitpunkt, sie kann ja Defense decken, so ist nicht, das ist noch ein anderes Thema, aber bis jetzt haben wir nur 130% Stats Defense, so permanent bei ihr. Und dieser Passive Part ist komplett neu, also sie hatte das davor nicht.
Ki plus 1 bis zu 6 und eine Dodge-Chance von 6% bis zu 66% bekommt sie mit jedem Angriff, den sie macht. Das ist insane. Das ist der Hammer. Einfach eine 66%ige Dodge-Chance, das ist echt brutal. Sie bekommt auf den Angriff 10% pro Universum 6 Joint Force oder Pure Saiyan Kategorie Verbündete im Team. Das stackt sich auch, wenn ein Charakter in mehreren Kategorien ist, meines Wissens nach. So war das, glaube ich. Ich finde es schade, dass es also davor war es auch ist genau gleich, da haben sie nichts geändert. Finde ich schade, weil Defense wäre, auch wenn es so 5% Defense oder so wäre, ein bisschen Defense wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Start of Turn. Ich kann jetzt nicht einschätzen, mit wie viel Defense sie anfängt. Das will ich euch sagen. Ich denke jetzt 250.000 Fragezeichen. Weil man ist ja Full Life, man hat das nicht, man hat nur das. Nee, 250.000 ist viel zu viel. Mit nur 130% Defense. Aber wenn es gut läuft, 200.000 Defense, schätze ich, ungefähr um den Dreh herum. Wird sie haben. Na, guck mal, muss er Showcase und Gameplay anschauen. Oder sie morgen dann selbst testen, wenn sie rauskommt. Man muss halt sie dann erstmal auf Sort 2 oder 3 spielen, dass sie da gut stackt. Kann man auch theoretisch machen, vor allem wenn man Kale gezogen hat und beide in einer Rotation sind ja krank. Und das wird dann trotzdem auf jeden Fall der beste Partner für Kale, weil Kale braucht ja Universum 6, gar besser wegen Excel-Bedingungen ein Kalifline-Team und das ist der Fall. Jedenfalls macht sie eine Additional Super Attack garantiert, wenn sie gegen einen Universal Survival Saga Gegner oder Pure Saiyan Gegner kämpft. Zu der damaligen Zeit, zu den Events, die online waren, war das krank, weil die ganzen Gegner waren entweder Universal Survival Saga oder Pure Saiyan und die hat alles zerrissen. Aber pass mal auf, früher hatte sie nur eine Chance. Sie hat ihre normale Super Attack gemacht, dann einen normalen Angriff nur, fertig, keine Super Attack. Dieser normale Angriff hat halt ihre Ki und Dodge Chance quasi gefördert. Dann also normale Super Attack, dann konnte sie das machen garantiert und durch Dupe System, also sie konnte nur bis zu dreimal Super Attacken. Also nur, für die damalige Zeit war es brutal. Jetzt gebt euch, was sie mit ihr gemacht haben. Best Case Szenario. Sie macht ihre normale Super Attack, die Additional Attack durch die Passive kann eine Super Attack sein. Dann, wenn wir unter 66 sind, die Additional Attack kann eine Super Attack sein. Dann macht sie an der Stelle, wenn man gegen einen Gegner kämpft, sagen wir mal, ja, macht sie garantiert eine Super Attack gegen Universal Saga oder Pure Saiyan. Und dann Dupe System. Also das heißt, sie kann bis zu 5-mal Super Attacken. Und wenn das der Fall ist, ist dann schon, fetzt halt schon rein sicherlich. Aber diesen Part könnt ihr euch bei den neuesten Events eigentlich wegdenken. Vor allem die ganzen Red Zone Events, ne, außer Broly, sind keine Pure Saiyan Gegner. Aber das 8-jährige Event, so auf JP was rauskommt, da hat es viele Pure Saiyan Gegner, was mir auch gefällt, das Event. Aber ja, wir müssen da gucken, wie es in Zukunft sein wird. Wenn in Zukunft neue Universal Saga Charaktere kommen, also auch Gegner, dann wird das geil. Linksky sind bei ihr auch gut, definitiv. Also sie hat all das, was sie so braucht. Mit ihren Universal 6 Charakteren und Girls hat sie da Linkskills. Ansonsten mit den anderen Saiyajin hat sie Fierce Battle, Legendary Power, Prepare for Battle, Super Saiyan, das passt total. Sie sind in allen Kategorien, also Kalifa und Kale. Bin ich mal sehr drauf gespannt, wie sie sein wird. Ich denke, sie muss halt schon, Achso, pass mal auf. Stimmt, das war ja noch der Fall. Wenn sie gegen einen Gegner kämpft, der sowohl Universal Survival Saga als auch Pure Saiyan ist, also zum Beispiel gegen den Ui Goku, da macht sie zwei garantiert Edition Super Decks. Das war das Brutale früher, ja stimmt. Also früher konnte sie 4 Super Decks machen. Ne, normale? Naja, egal, jetzt kann sie, nach dem Isekai kann sie 6 machen. Davor waren es ihr normale Super Attack, dann Dupe System, genau, und dann bist du, ja, krank, das war das Brutale an Kalifa und Kale, weil da gab es ja Ui Goku und so, Legendary Goku, wenn hat sie zerrissen zum Beispiel, weil man da gegen Ui Goku ja gekämpft hat, oder gegen einen Universal Survival Saga Goku, oder gegen Evo auch jetzt, ne, gegen Evo, Legendary Evo Event, das ist ja auch ein Universal Survival Saga und Pure Saiyan Charakter, okay, ja, okay, ja, ich bin sehr drauf gespannt, ist wirklich ein geiler Charakter. Ich mag den Charakter, hat jetzt ein Isei bekommen. Ich hoffe, sie wird ihren Nutzen zeigen für mich. Lasst ihr mich wissen, wie ihr das Isei findet, Freunde. Schaut gerne auf dem Let's Play-Kanal vorbei. Auch gerne auf Instagram oder Stones. Dort gebe ich euch Bescheid, wann ich live gehe, etc. Beziehungsweise im Streamplan in der Beschreibung steht es auch dran. Nächster Stream ist für Freitag geplant. Ich war jetzt gestern und vorgestern live. Ob ich heute und morgen live gehe, spontan. Heute eher nicht. Heute werde ich weiter Zelda vorproduzieren. Heute Abend, schätze ich. Aber wir sehen uns dann und hören uns die Tage. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world, you a man.